Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Fanslave geschrieben, welches er mit 4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Hallo, ich heiße Leon und bin Webmaster von einer großen deutschen Internetseite. Natürlich braucht eine Webseite auch eine Social-Media-Präsenz. Diese ist im Falle von Internet-Marketing-Formen wie zum Beispiel Affiliate-Marketing oder Multi-Network-Marketing ganz besonders wichtig. Gerade Facebook ist eines der wichtigsten Marketing-Instrumente. Wie bei jeder neuen Facebook-, Twitter-, Google-Plus- oder YouTube-Seite ist die Anzahl der Likes und Follower am Anfang wirklich ernüchternd. Mir wurde anfangs der Tipp gegeben, ich solle doch Like-for-Like-Gruppen beitreten, um mehr Likes auf meine Fanpage zu bekommen. Nun ja, man bekommt dort Likes, sogar recht viele. Der einzige Haken dabei ist aber, jeder, der dort deine Seite mit einem Gefällt mir markiert, ist genauso nur auf der Suche nach Likes, wie du es bist. Dies bedeutet, dass man sich nicht mit deiner Fanpage beschäftigt, sondern nur stupide auf Gefällt mir drückt. Also bringt dir das schon mal recht wenig und ist zudem auch sehr zeitaufwendig. Doch wie kann man noch besser, effektiver und mit weniger Zeitaufwand mehr Likes generieren? Die Antwort heißt Fanslave. Du kannst ganz leicht zielgruppengerichtete, orientierte Fans bekommen. Ganz egal, ob du Likes für deine Facebook-Seite, Follower für dein Google Plus oder Twitter-Account suchst. Das macht das Ganze sehr interessant. Warum? Du wirst mehr Geld verdienen. Alles, was du dafür tun musst, ist dir beispielsweise einen Facebook-Account zu erstellen und ihn mit Fanslave zu verbinden. Dies funktioniert einfach und ist relativ schnell erledigt. Nun kannst du auch schon anfangen, andere Facebook-Seiten zu liken. Dadurch erhältst du Credits, welche du wiederum in Likes für deine eigene Fanpage investieren kannst. Oder du lässt sie dir einfach auszahlen. Ich mache bequem nebenbei mit Fanslave etwa 1 Euro am Tag, ohne Partnerprogramm und lasse diese wieder in Likes umwandeln. Beim Hinzufügen deiner Facebook-Seite kannst du viele Einstellungen treffen, wie zum Beispiel Herkunftsland oder Alter der Follower. Wenn nun jemand deine Seite in Fanslave angezeigt bekommt, wird er direkt dorthin weitergeleitet und kann sich alles durchlesen. Die Menschen lesen deine Webseite und schauen deine Videos. Überzeugt deinen Inhalt, hast du hiermit deinen neuen Fan. Mein Fanslave-Test. Lohnt es sich? Fanslave ist meiner Meinung nach einer der effektivsten Wege, an echte Fans für seine Social-Media-Seite zu gelangen. Für ein Like einer Fanpage erhält man ca. 8 Credits, was umgerechnet 0,04 Euro sind. Man erhält also 4 Cent für ein paar Sekunden Arbeit. Klar, man kann durch Fanslave nicht reich werden, aber es ist ein ansehnlicher Nebenverdienst. Es lohnt sich besonders, wenn du sowieso den halben Tag in sozialen Netzwerken rumklickst. Wenn die Facebook-Seiten, die du liken kannst, mal leer sind, dann kannst du deinen Twitter-Account oder deinen Google-Plus-Account hinzufügen und dort noch mehr Credits verdienen. Fanslave bietet außerdem ein Partnerprogramm an. Erzähle einfach deinen Freunden davon und lasse sie über deinen Referral-Link registrieren. Verdiene an ihnen bequem mit. Alternativ kann man sich auch Fans mit echtem Geld kaufen, was bei 20 Euro für 100 Fans ein bisschen teuer ist. Der einzige Nachteil, warum ich auch nur 4 Sterne gebe, ist, dass es ab und zu keine Seiten gibt, die man liken kann. Da muss man sich mit 0,8 Credits für Besucher auf Webseiten oder Klicks auf YouTube-Videos die Zeit vertreiben, bis wieder Facebook-Seiten verfügbar sind. Diese 20 Euro bezahle ich gern mal, da diese Fans auch öfter mal auf Werbung klicken. Ich schätze mal, dass wenn unser Inhalt überzeugend ist, die meisten Fans aus Güte auf die Werbebanner klicken, da sie wissen, dass wir auch bei Fanslave registriert sind und uns dies wichtig ist. Dies bringt nicht alle Ausgaben wieder herein, aber gute Fans zu einem geringeren Preis als 20 Euro. Ich habe mir das Geld auch schon ein paar Mal auszahlen lassen. Hierbei ist mir nichts Außergewöhnliches oder Unseriöses aufgefallen. Hat alles reibungslos funktioniert und ich war zufrieden. Ich hoffe, dir hat mein Erfahrungsbericht gefallen und du bist schon fleißig dabei, kostenlos Fans zu generieren. Bei Fragen stehe ich gerne in den Kommentaren zur Verfügung. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.